Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ocean 2 Kappa Mode. So, wir machen gerade hier noch ein paar Machine Frames. Zwei Stück, um genau so zu sein. Genau so zu sein, um nicht anders, ne? Weil wir heute Fortschritt machen werden. Was werden wir heute machen? Wir werden heute einen Magma Crucible, einen Magma Mech Crucible machen. Das ist die schottische Version. Okay, wir haben schon mal gar nichts. Wir brauchen einen Leadstone Energy Cell Frame. Wir brauchen Nether Bricks. Invergears. Da hab ich einen Eimer bei mich. Hab ich nicht, oder? Nein. So, dann brauchen wir einen Bouquet. Einen Bouquet. Haben wir ja noch ein paar. Ah, ich nehme mal zwei mit. Für Gasoline. Zack, zack. Wie viel ist da jetzt noch drin? Okay, wow, ich habe meinen Livestream noch nebenbei angemacht. Den ich einfach nur noch nebenbei gucken konnte, was passiert. Genau in dem Moment, wo ich jetzt die Aufnahme gestartet habe. Oder hinterm. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich sagen möchte. Hört ihr auf Stream. RIP. Aber naja. Kann ich mich nochmal hier ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Wobei ich auch selbst dann, wenn ich immer noch was schaue, noch relativ gut bei der Sache bin. Okay, was jetzt relativ gut, ich bin sogar dann noch äußerst gut bei der Sache, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich nehme mal zwei mit. So, vier Stück. Ich hoffe, dass das reichen wird. Müsste aber eigentlich. So, das kommt rein, das kommt rein. Nochmal. Mach mal Crucible. Da brauchen wir noch eine Western Reception Curl. Machen wir nochmal eine zweite dazu. Magma Crucible. Und jetzt brauchen wir noch einen Fluid Transposer. Den wir auch haben. Crest? Ui. Boah, Entschuldigung. Das ist da gerade ein bisschen über mich gekommen. Ja gut, ne? Müssen wir auch mal hier weitermachen. Ich möchte die aber noch upgraden auf die, Resonant Tears. Zack und zack und zack und zack. So, wir brauchen dann noch die Augments, die wir natürlich hier nicht drin haben. Und zwar brauchen wir, ich mache einfach mal gerade so 1, 2. Habe ich gerade jetzt für Pyrophium? Das sollte reichen. 1, 2 und 1, 2. Sehr schön. Wo packen wir das jetzt hin? Ich würde mal erstmal sagen, dass wir das so ganz theosporadisch erstmal hier hin klatschen. So, Fluid Transposer. Mach mal Crucible. So. Machen hier Input. Output. Machen hier Input und hier Input und hier Output. So, jetzt haben wir das große Verkabeln. Wir brauchen einen Import-Bus. Export-Bus. Ich glaube, mit dem E-Interface können wir auch gebrauchen. Auf jeden Fall Kabel. Fangen wir doch einfach schon mal an. Machen wir so, so, so und so. Auf jeden Fall hier einen Export-Bus. Hier das Interface. Und hier das. So. Sehr schön, die Kanäle sind da.
Wir brauchen eine Crafting Card. Wir brauchen Ender Energy Cable noch eins. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen ein Rezept für Mangeloy. Das können wir nämlich jetzt auch herstellen. So, haben wir noch ein Rezept für Stahlbarren? Müssen wir das auch noch machen? Nicht Dark Steel, normalen Block of Steel. So. Und so. Energie kommt jetzt hier auch an. Dann die Augments reinklatschen. Das Interface kriegt eine Crafting Card. So, dann brauchen wir Aerophium. Das habe ich schon mal vorbereitet. Kurze Info: Aerophium ist Blitzpowder mit Niter, Sand und Redstone. Und Blitzpowder kriegen wir über diese Blitzwurz oder indem wir einen Fluid Transposer mit Distillate, Redstone und Sand kombinieren. Ich habe jetzt einfach hier die Blitzwurz genommen. Ich war am Ezzer. Geht relativ schnell. Weil die da keine Ahnung zu wie viel Mengen spawnen. So, dann kommt hier das Zephyrian Aerophium rein. Aber wir brauchen das Acceleration Cards. Card. Ich brauche wieder die hier und dafür wieder Diamond Rafer. Das heißt, ich brauche Diamanten. Und brauchen die noch irgendetwas Spezielles? Eine Redstone Lamp. Haben wir hier noch 21. Der Rest sollte nach oben sein. Müsste ich dann auch mal automatisieren. Wow. Ich habe es genau für einen. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, warum passiert sowas immer in meinen Aufnahmen? Ist mir aber auch gerade egal. Einer reicht. Boah, wieso fange ich gerade so komisch an zu husten? Alter, fliegst du mal? Danke. Ui, schau durch die Welt. Ja, hier, ne, wer es noch nicht gesehen hat, die Tier 7 Rakete. Das heißt, mit der Tier 7 können wir dann quasi die Tier 8 craften. Brauchen dafür Zink und Zink. Haben wir theoretisch gesehen, kriegen es aber. Da, vom Neptun. Wir können zum Neptun reisen. Da kommt er rein. So, jetzt aber wieder Card. Wir brauchen eine Advanced Card. Kennst du eigentlich Card, man? Boah, ey, wieso hau ich so in letzter Zeit so schlecht daraus? Ah, stimmt, die waren nie gut. Da war ja was. So, schön auffüllen. Dann brauchen wir unser Mangeloy. Packen das hier hin. Und sagen dem, der soll 64 Stück machen. Und ich habe es befürchtet. Dann machen wir dann ein bisschen anders. Weil ich jetzt gerade faul bin, noch irgendwie mit der Verkabelung zu arbeiten. Das sollte ja eigentlich klappen. Jo. Und wir kriegen es. Glowing Mangeloy. Da kommt es rein. Sehr schön. Wir haben Glowing Mangeloy.
Das heißt Klartext für den Draconicor. Fehlt uns jetzt nur noch eins. Blue Gems vom Neptun. Boy. Ich mach mal ganz kurz mein Mikro auf stumm. So, einmal richtig durchgehustet. Ich hoffe, es geht jetzt wieder besser. Ich fürchte, ich muss vor der Reise nochmal meinen Sauerstoff auffüllen. Wo habe ich meinen Kanister? Da. Zack. Liquid Oxygen. Da kommt wieder da rein. Füllen wir einfach beide nochmal auf. Was soll der Geist? So rum wollte ich das. Da kommen wir da rein. Dislocator Ballista für zurück habe ich. Porter nach Hause habe ich jetzt auch. Und zum Neptun habe ich auch da. Sehr schön. Dann, der sollte gefüllt sein. Jo. Heißt es, auf ihn zum Neptun. Defnall habe ich auch dabei. Super. Im Notfall werden wir jetzt einfach gerade nochmal kurz, wenn wir zurückgegangen. Aber Leute, wisst ihr, was das im Klartext bedeutet? Wir können jetzt gleich mit Draconic Evolution anfangen. Oder anders ausgedrückt. Wir können jetzt gleich endlich die Nether Star Seeds machen, also hochzüchten. Und dann können wir auch gucken, dass wir den Nether Star Generator in der nächsten Folge machen. Es läuft einfach gerade richtig gut. Wir treten den Kappa-Mod halt einfach immer mehr und mehr in den Arsch. So, wir wollen hierhin zum Neptun. Ich bin gerade überlegen, was wie der Neptun nochmal aussah. So. Oh. Ich erinnere mich. Folgendes. Der Neptun kann sich zu einer einzigen Leckparty entwickeln. Ich will mal ganz kurz hier gucken, weil das hier schon so aussieht. Ne, was war das? Frozen Nitrogen, genau. So, der Neptun kann sich wie gesagt zu einer einzigen Leckparty entwickeln, weil, naja, jede Menge Flüssigkeiten hier fließen. So. Hier machen wir jetzt mal richtig Trick 42. Und unsere kleine Minibase wieder. So, sehr schön. Dann hole ich hier mal das raus und das raus. Das ist der Unbound. Den klatschen wir dann hier wieder rein. Genau wie das hier, wobei das hier brauche ich noch. Den Uranus-Stein da rein. Uranus. Fress mal hier so eine Karatkarotte. Damit wir hier mal ein bisschen schneller runterkommen. Und dann holen wir uns hier schön die Ressourcen aus dem Neptun raus. Was haben wir hier? Zinn. Oh, ich glaube, wir müssen noch weiter runter. Alter. Oder vielleicht hier? Nein. Hier ist Eisen, Kupfer, Eisen. Dann gehen wir eben noch weiter runter. Aber hier. Ah, hier ist Zinkohr. Habe ich das einfach nur mal so theosporadisch mitgenommen.
Wir brauchen es eigentlich nicht. Alter. Kommen wir nochmal zu den Blue Gems? Neptun Blue Gem oder? Ah, da. Ich wollte schon sagen. So, und von denen können wir jetzt einfach eine richtig, richtig große Menge sammeln. Weil wir werden die einfachen Mengen sammeln, brauchen. Die müssen wir jetzt in Mengen sammeln, weil wir die in Mengen sammeln müssen. Durch 2017. Naja. Ich bin ja nicht der Erste, der sich mal versprochen hat und auch nicht der Letzte. Doch, bist du. Wer kann es beweisen? Hier, jeder. Die Blue Gems brauchen wir, wie gesagt, für Draconic Evolution, für die Draconic Horse. Dialektor. Und ich glaube, damit wir die besser sammeln können, sollten wir mal gucken, dass wir einen Digital Miner ans Laufen kriegen. Da heißt es Klartext. Ich nehme jetzt hier nur noch ein paar mit und baue dann einen offscreen, einen. Nee, den machen wir schon noch onscreen. Bauen dann in der nächsten Folge den Digital Miner auf. Gucken aber jetzt erstmal, ich werde jetzt heute nochmal Raken Draconium machen. Wie viel habe ich? 35, das reicht für 8 Erwecken Draconium, können aber gerade 16 machen. So. Dann packen wir das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. So, wie kriegen wir am meisten raus? Können wir das mit einer Fortune bearbeiten? Also, ach klar können wir das, aber bringt das was? Nein. Gut. Dann, wie kriegen wir die meisten daraus? Über einen Crusher. Weißt du was? Gerade, wir haben mit. So, wie sieht dann mit dem Zeugs aus? 80 Stück. Wir haben unsere 16 Draconic was. So, dann brauchen wir unser Drachenherz. Wir brauchen 4 Charged Draconium und eine Creeper Trophy. Ja, Dosh hat auch dazu gelernt. Nicht mehr so dumm wie damals bei FTB Infinity. Komm, wir machen das mal hier drüben. 1, 2, 3, 4. Creeper Statue, Herzenschmal. Dislocator aus. Herzenschmeißen. Rechtsklick. So. Komm schon. Frisst die Draconic Horse. Und wir kriegen Arranged Draconium. Kommt das mal so vor oder werden die immer roter? Wir haben es. Und damit fängt es an. Das große Zeitalter von Draconic Evolution. So, ich werde jetzt offscreen die Nether Star Seeds anpflanzen, auf 10-10-10 hochzüchten und dann im Last Millennium einen eigenen Platz bauen. Und dann heißt es im Klartext, wir haben unsere Nether Stars. Wir haben unsere Nether Stars. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.